Ich nehme euch heute mit in das Tegernseer Brauhaus. Da gibt es eine ganz wilde Geschichte zu erzählen. Erzählen tut ihr das Bier Quirinius. Was es damit auf sich hat, das verrate ich euch alles, wenn ihr kurz 6 Sekunden Geduld habt. Schön, dass ihr weiter mit dabei seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich vor allen Dingen, dass alle mit dabei sind, die vielleicht jetzt richtig Lust auf ein Tegernseer Hell haben. Ich muss euch an der Stelle enttäuschen, es ist weder hell, noch ist es das klassische Tegernseer Bier, sondern es ist ein dunkles Bier. Genauer gesagt ein dunkler Doppelbock, der aus dem Tegernseer Brauhaus kommt. Und ich bin sehr gespannt, wie der mir jetzt schmecken wird. Quirinius oder Quirinus heißt dieses Bier. Und geht zurück auf einen Märtyrer und Heiligen des 3. Jahrhunderts, nämlich genauer gesagt Quirinus von Rom. Und der hat zumindest ein etwas trauriges Ende genommen. Der wurde nämlich 269 von Kaiser Claudius Goticus enthauptet. Und irgendwo ist dann sein Kopf angespült worden, also eine ziemlich grauslige Geschichte. Ich habe da versucht, ein bisschen was rauszufinden, aber habe dann gedacht, wir wollen hier ein bisschen Spaß mit Bier haben und die Geschichte nachher ist dann doch etwas heftiger. 7,0 Volumenprozent Alkohol, 18 Grad Plato und nachdem es sich hier um ein Bier aus Bayern handelt, kommt natürlich nichts anderes rein als Gerstenmalz, Hopfen, Wasser und Hefe. Und kurzer Blick noch vielleicht auf den Kronkorken. Ich muss mich bei irgendjemand bedanken, der mir dieses Bier hier geschenkt hat. Und ich muss leider gestehen, ich habe es vergessen. Ich klebe mir normalerweise immer so kleine Zettel hinten drauf. Bier von Bier von da. Und es hat mir irgendjemand zugeschickt. Und ich habe leider vergessen, wer es war, beziehungsweise der Zettel ist runtergefallen und ich habe ihn auch nicht mehr gefunden und keine Ahnung, wer es mir geschickt hat, aber an der Stelle richtig ein fettes Danke. Ich finde es sehr geil, dass ich mal aus dem Tegernseer Brauhaus was bekomme, was eben abseits des Hellen unterwegs ist. Lasst es uns angehen, lasst es uns mal aus der Flasche rausholen und dann schauen, wie dunkel und vor allen Dingen, wie schmackhaft dieses Bier ist. Und das schaut doch schon mal richtig schön aus. Eine herrliche rötlich-bräunliche Farbe hier. Schöne, tolle Reflexe am Rand. Das ist nicht mein Hemd, sondern das ist wirklich... Oh, das Aroma, was mir hier gerade in die Nase schießt. Geil. Wir haben einen 2 Finger breiten beigen Schaum, der mit einer schönen, kräftigen Krone hier oben drauf aufwarten kann. Jetzt konzentriere ich mich gerade so ein bisschen auf das Schäumchen, was ich da ans Glas versuche zu hängen. Geht auch wunderbar gut. Schöne, feine Pore auch im Schaum. Und jetzt, das ist so die volle Packung. Karamell, richtig schön süßlich. Oh, ist das schön. Ich mag das ja einfach. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mittlerweile ein Fan von dunklen Bieren geworden. Sie dürfen nicht zu klebrig sein, sie dürfen nicht zu süß sein. Aber wenn so eine kräftige, malzige Karamellnote mit drin ist, dann bin ich ein Fan. In diesem Sinne, sehr zum Wohl, cheers. Oh, kräftig malzig, Karamell. Und dann kommen sofort hinten kommen so Schokonoten nach, ohne dass es röstaromatisch wird. Das finde ich immer wichtig, dass... würde nicht passen an der Stelle. Röstnoten würden hier bei diesem Bier nicht passen, aber es ist einfach richtig schön malzig, karamellig, schokoladig, leichte bittere, eher aber über so ein Bitterschokoladenthema. Ein bisschen Schwarzbrot, oder ein bisschen Schwarzbrot, da ist ordentliche Portion Schwarzbrot mit drin, ganzer Leib. Leicht nussig, dann doch eine etwas kräftigere Süße. Das ist so das, wo ich sage, hätte ich gerne ein bisschen weniger von, brauche ich auch nicht so in der Intensität. Milde Würze und es war so ein bisschen fruchtig in der Nase, als ich es aufgemacht habe. Die ist dann leicht schnell verflogen. Und jetzt kommt so ein bisschen im Geschmack, kommt wieder so ein bisschen dunkle Frucht dazu, ein bisschen Beeren, ein bisschen Rosine. Und so ein kleines bisschen Alkohol. Wir haben es mit 7% Alkohol zu tun. Das ist so die Vorstufe zu dem, wo ich sage, da kann man es dann nicht mehr verstecken. Aber bei 7%, ja, das passt schon noch. Also es ist da, wärmt ein bisschen,
aber es ist jetzt nicht übertrieben und macht dieses Bier auch jetzt nicht zum super busy alkoholischen Bier. Aber schön, angenehm zu trinken. Lustigerweise, ich würde jetzt sagen, es ist nur, weil es ist ein Doppelbock. Also wir müssen irgendwo platotechnisch, ja, was haben wir gesagt, 18 Grad. Es schreit so ein bisschen nach mehr Körper, aber es ist ein kräftiger, aber noch mittlerer Körper. Schöne mittlere Kohlensäure und von der Textur her so leicht cremig, minimal ölig, aber im Großen und Ganzen ist es dann doch eher so die glatte Abteilung. Und passt, macht dieses Bier einfach gut trinkbar. Und Tegernseer Biere sind absolut dafür bekannt, dass sie gut trinkbar sind. Und das ist bei diesem Bier keine Ausnahme. Hinten im Nachtrunk, alles das, was wir eigentlich vorhin schon hatten. Es hat eine schöne, angenehme, nicht zu klebrige, aber grenzwertige Süße. Es sind so ein bisschen dunkle Beeren mit dabei, so ein bisschen getoastetes Schwarzbrot, aber dann grundsätzlich einfach sehr stark malzorientiert. Mir persönlich, und das sage ich ganz offen, ist es einfach ein Ticken zu süß. Für mich müssen auch dunkle Doppelböcke jetzt nicht so auf dieser süßen Seite zu Hause sein. Ich weiß, dass es genug Leute gibt, die das mögen. Ich bin keiner davon, aber das ist auch völlig okay. Und ihr könnt euch ja selber dann ein Bild machen mit dem Quirinus vom Brauhaus Tegernsee oder dem herzoglich bayerischen Brauhaus Tegernsee, wie es ja vollständig heißt. Und von mir kriegt dieses Bier 3,5 Punkte für das Quirinus, das dunkle Doppelböckchen aus dem herzoglich bayerischen Brauhaus am Tegernsee. Dann soll es für heute gewesen sein. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn du noch ein Abo löst. Da unten hast du die Gelegenheit dazu. Und wenn euch noch ein bisschen langweilig ist und ihr noch Zeit habt, da oben ein Video schauen, da unten ein Video schauen. Und der Tag ist vermutlich gerettet für euch. Und wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.